Herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder euer Pit. Ja, heute spiele ich mal alleine. Ich habe jetzt mal ein paar Stündchen alleine hier rumgespielt und habe ein paar Felder abgeerntet und ein bisschen was verkauft, um mir ein bisschen was Größeres zu leisten. Ja, also jetzt lacht nicht über mich, aber ich starte mal kurz eine kleine musikalische Untermalung, denn ja, nicht lachen, das ist ein wirklich großer Moment für mich. Ich mache es ganz spannend. Es hat wirklich total hart Arbeit gekostet, mir das zu kaufen. Und da ist es. Mein neuer Mähdrescher. Ist der nicht geil? So, super, genug geguckt. Wir schnappen uns das Ding jetzt gleich. Und ernten damit unser erstes Feld ab. Ach, ist die Musik nicht episch? Jo, ich lasse das Lied jetzt noch fertig laufen, aber ich finde das richtig gängig. Richtig spitzenmäßig. So. Ach komm, das reicht wirklich. Das wäre jetzt ein bisschen zu übertrieben hier noch mit einer übelsten sehr musikalischen Untermalung das Feld hier zu mähen. Ja, hier hinten steht unsere alte Gurke. Können wir ja mal direkt im direkten Vergleich nebeneinander stellen. Also das hat mich jetzt echt etliche Stunden und etliche Felder gekostet, bis ich mir diesen Drescher hier leisten konnte. Das ist einer der teuersten. Aber wie gesagt, ich wollte mich jetzt nicht hier Stück für Stück hocharbeiten, sondern gleich was Richtiges kaufen. Ja, und das Ganze habe ich halt nicht aufgenommen, weil es wirklich zu langweilig geworden wäre. Guckt euch mal hier die rote Möhre an und guckt euch den dagegen an. Ist doch lächerlich, ey. Ja. Und deswegen gehe ich in den Shop und verkaufe das rote Rostding. Oder ich könnte auch wie so ein Museum machen und könnte die da alle hinstellen. Oder, ach nee, das würde zu viel kosten, weil der kostet ja auch 190 Euro am Tag. Nee, der wird verkauft. Und zack. Oh, das Mähwerk liegt ja auch noch rum. Das muss man natürlich auch mitverkaufen. So. Jetzt stelle ich mal schnell die Zeit hoch, um die Ernte ein bisschen reifen zu lassen. In der Zeit können wir schnell was anderes machen. Ich glaube, da drüben habe ich ein paar Felder abgeerntet, die habe ich noch nicht wieder gesät. Das machen wir gleich mal. Ja, und jetzt will ich noch mal so nebenbei noch mit erwähnen, dass das nicht wieder sein muss, dass ich hier alleine rumspielen muss. Ihr seid herzlichst dazu eingeladen, auf meinem Server mit mir zu spielen. Ja, wenn ihr Teamspeak habt, können wir uns auch gerne dabei unterhalten. Stadtposition anfahren hier. So, prima. Ja, und ja, wenn ihr Teamspeak habt, können wir uns da unterhalten und ihr könnt auch mit gerne in den Videos mitmachen. Ihr müsst dazu halt auf meinen Server kommen. Und ihr kommt folgendermaßen darauf. Der Servername ist ups, falsches Menü, sorry. Ja, der Spielname lautet Pitmosh Gaming. Mein Passwort ist Pitmosh. Ja, maximale Spielanzahl habe ich erstmal 4. Das können wir sehr gerne erhöhen irgendwann mal. Ja, Teamspeak Server findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, das war es eigentlich. So, jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich hier abgeerntet und gekrobbert habe. Nur geerntet und noch nicht gekrobbert und auch noch nicht gesät.
Jo, dann machen wir das so lange, bis der Meister drüben reif ist. Oh, der ist ja schon gelb. Da lassen wir mal hier den Helfer fahren. Da kann der das so lange machen. Und wir düngen das Feld schnell. Schnell, schnell. Ich kann ja direkt reinhüpfen. So, den lassen wir mal hier stehen. Ups. Oh. So, den hängen wir ab. Ja, was ich als nächstes kaufen werde, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich würde sagen, erstmal wieder... Oh, ich bin so etwas verfrüht auf den Knopf gekommen. Entweder ein neues Feld, ein richtig schönes, großes. Oder halt für meine ganzen Helfer in Zukunft, die, wenn ihr halt mit mir mitspielen wollt. Ein paar Fahrzeuge, weil ich habe jetzt ja nur hier diesen... kleinen Fuhrpark und da werde ich ja nicht ganz reichen für euch alle. So. Ja, ich spiele übrigens mit Controller von der PS3. Das ist um einiges einfacher. Habe ich glaube ich auch schon erwähnt, oder? Huch. Das wird aber eng mit dem Dünger. 33% nur noch. Na, wenn ich gehe, mal nochmal schnell nachladen. Hi, Kollege. Ja, allein ist das richtig öde hier. Das ist so ein Spiel, da kann man sich echt ja, ein bisschen richtig schön miteinander unterhalten, währenddem man hier irgendwelche Arbeit macht. Aber ich will jetzt keine Selbstgespräche führen. Ich wollte euch halt unbedingt meinen neuen Mähdrescher zeigen, weil da bin ich sowas von stolz wie Henne drauf gewesen, dass ich den jetzt auf einmal da stehen hatte. Ja, der Andy war leider nicht erreichbar heute. Ja, Potti natürlich auch wieder nicht. Weil er weiß, was mit dem wieder los ist. Ja, deswegen... Vielleicht hat ja einer von euch Zeit und Lust. So, das wär's. Und der Raps ist reif. Sehr schön. Ja, ich werde demnächst nochmal anfangen mit dem Bamutz zu spielen. Weil mich einige habe ich da gefunden, die mir richtig gut gefallen. Beispiel hier diese Anzeigen wegmachen. Ich habe auch welche gesehen mit LKWs und Auflieger und so. Ja, das wird dann alles erst später im Spiel auftauchen. Ja, hier könnte ich nochmal schnell was dazu erzählen. Ich habe hier Moment, das PDA. Einmal am Golfplatz habe ich einen Traktor mit Mähwerk stehen und einmal am Campingplatz. Das sind natürlich nette zusätzliche Einnahmen, wenn man die Mission macht. Häufigkeit der Mission stelle ich jetzt mal einfach ein auf, ja, 2 Minuten, weil ich wieder einen Haufen Geld brauche. Ja, fangen wir direkt mal an und mähen hier. Auch von der Innenansicht richtig schick, das Teil hier. Und ein Mods-Mähwerk vorne dran. Richtig episch. So, ich habe jetzt mal einen Helfer eingestellt. Weil die machen ja das ein bisschen gründlicher als ich. Und in der Zeit kann ich ja schon mal ja, ich gucke mal, was ich hier noch an Feldern kaufen könnte. Hier entgegengesetzt war noch ein riesiges über dem Bauernhof, aber da fahren wir mit dem Traktor hin. Es dauert ein Weilchen, bis der große Drescher voll ist. Ja, da werde ich dann in der nächsten Folge mir das neue Feld hier drüben kaufen. Und da der
auch so ein schickes Maisgebiss hier hat. Ja, der Hänger ist übrigens für das Mähwerk, weil natürlich mit so einem breiten Mähwerk man nicht hier über die Straßen fahren dürfte, was in dem Spiel aber egal ist. Ja, wir können ja auf diese Regeln pfeifen, aber ich möchte das ja schon ein bisschen realitätsnah spielen. So, jetzt schauen wir mal schnell, was hier das Feld kosten würde. Arbeiten wir darauf hin. Ja, und dann haben wir auch ein kleines Ziel vor Augen. 111.000. So, da haben wir die Mission, aber das ist eine Palettenmission, die mache ich nicht gerne. Vor allem sind die zu schwer und für das bisschen Geld so ein Aufwand. Achso, das sind Schatten. Ja, das war's eigentlich schon. So ein kleines Zwischenspecial. Ja, lassen wir mal die Musik noch zu Ende laufen. Währenddem ich mich auf dem Weg zu meinem Mähdrescher mache und den das erste Mal leere. Ihr denkt bestimmt, ich bin der absolute Spinner mit der Musik, aber ach, ich finde das so toll. So, wo hat denn der sein Rohr? Auf der Seite. Wunderschöne Aufnahme, oder? Wenn der Baum nicht im Weg wäre. So, meine Lieben, das soll es auch schon gewesen sein von meiner kleinen Zwischenfolge. Ja, in der nächsten Folge hoffe ich dann wieder mit einigen netten Mitspielern. So, das war nun wirklich genug Musik. Ja, ich mähe jetzt hier noch den Rasen ab und dann na, wieso geht das Mähwerk nicht an? Ach so, ich habe das falsche Gerät ausgewählt. Kann ja nichts werden. Ja, da hoffe ich mal, dass in der nächsten Folge wieder der Potti dabei ist. Von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Andy ist auch ein guter Kerl. Würde ich mich auch sehr freuen. Und über alle neuen bekannten Mitspieler. Unbekannten Mitspieler. Summ, summ, summ. Mäht der überhaupt ab? Der mäht doch gar nicht. Ich muss das Mähwerk ja auch senken, dann wird das was. Meine Fresse, ey. Ja, ich habe in den letzten Folgen gesehen, da habe ich auch ein bisschen Scheiße gebaut. Das sieht man halt immer erst hinterher, wenn man sich das Video anguckt. Hält man sich dann wirklich den Kopf und denkt sich, ah, was laber ich denn da für einen Scheiß? Junge, Junge. Ja, diese zwei Traktoren da an diesen zwei Orten, einmal am Golfplatz und einmal hier am Campingplatz, das hat den Vorteil, dass man halt bei einer aufpoppenden Mission dann nicht hier so viel hin und her fahren muss.
sondern dann direkt in den Traktor 1 bohren kann und dann mit dieser Mission anfangen kann. Das spart erstens einen Haufen Zeit und jede Menge Nerven. Ja, und das ist eine kleine nette Geldquelle für nebenbei. Wie man sieht, knapp 10.000 Dollar, Euro. Und das alle 2 Minuten, wenn man Glück hat und die Mission halt alle 2 Minuten auftaucht, kann sich sehen lassen. So, jetzt stelle ich meine Mähmaschine wieder in Ausgangsposition für die nächste Mission. Und damit schauen wir unseren neuen Mähdrescher noch ein wenig zu und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Euer Pit.